Hallöchen, liebe Damen und Herren, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Hirnsturz zockt 7 Days to Die mit Serendipity. Hallo, ihr Lieben. Hallo, meine liebe Nase. Hallo, ihr beiden. Hallo, String. Wieso eigentlich Hirnsturz zockt? Wir sind doch. Und ja, Hirnsturz zockt ist doch global. So. Du bist global. Ja nicht. Du bist Minjas. Minjas. Hallo, Minjas. Gut. Hallo, Hirnsturz zockt. Hallo, Jack. Hallo, Zuschauer. Ja, neuer Tag, neues Glück, gell? Wir haben den Tag überlebt, aber da war auch nichts mehr los in der Nacht. Also Fleisch haben mal fleißig Bäume geklopft und wir wollen direkt in die Stadt. Ich hänge immer noch hinterher, Serendipity ist die ganze Zeit vorne. Ich muss auf jeden Fall eine Tablette nehmen, denn meine Energie sieht schlecht aus, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber du hast einen Bogen. Und jemand hat was verloren gerade. Hat einer von euch... Ja, ich habe den Stein kaputt geklopft. Was willst du haben? Was? Ich will mir auch einen Bogen machen. Hast du alles dafür? Ich habe keine Federn, nee. Ich könnte Pfeile machen. Ja, dann mache ich mir gerade einen Bogen. Mach dir mal einen Bogen, kann Pfeile machen, brauche nur noch ein paar... Achso, ein paar Hosen wären noch nicht schlecht, oder? Können wir ja, uns Gras sammeln für Hosen? Ich hab ja Gras gesammelt. Finden wir doch bestimmt gleich was in der Stadt anzuziehen. Aber eine Hose, um in die Stadt zu gehen? Ich meine, wir haben hier... Was Hallo, hier? Du kannst ja nicht nackt in die Stadt, da kommt ja gleich die Polizei. Und sagt, das. Erregung öffentlichen Hallo. Dingens. Du Strolch, bisschen Mulch. Ja, das ist hier genau. Für ein Anzeigefehler. Jetzt habe ich 4 Holz in der Mitte. Sittenmulch. Ach ja. Also crafte einfach fleißig weiter, wie heißen die Dinger? Pfeile. Wie heißen die Dinger, ja. Also ich geh jetzt in die Stadt, ja? Ihr könnt ja, warte, kreuzweise? Nee, okay. Ich mach mir gerade eine Hose. Du willst ja nur aufholen. Ja. wie im Wellness verlieren? Nee, Zombie Kills. Ich brauche unbedingt ein Antibiotika, weil ich schon immer noch, ich bin... Ich lieg momentan mit 10 Kills vorm Jackie. Das kann er nicht ertragen. Das geht so nicht! Das geht so nicht! Okay, dann track ich jetzt mal einen Jack. Okay, play, sehr gut. So. Wo bist du? Los geht's, ab in die Stadt! Yay! Oh, da schnaubt jemand. Da ist Essen. Ein Schwein. Das lassen wir aber, ne? Das Schwein. Ich hab keinen Pfeil. Mann! Ich hätte einen Pfeil. Mann! Was denn? Was machst du denn? Schießt du wieder auf wehrlose Zombies? Ich schieß da drüber über den Kopf jetzt. Ja gut, das ist halt jetzt ballistisch, gell? Seit dem Update ist nicht nur unsere Karte kaputt gewesen. Nee, ich schieße mal links oder rechts daneben. Das ist halt. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum unsere Map kaputt gegangen ist. Also, ja, das ist mir immer noch ein Rätsel, weil eigentlich hätte es nicht passieren dürfen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so war, liebe Kommentare. Also die Kommentare. Feedback von den Zuschauern war eigentlich so, dass es nicht so war bei denen. Du den jetzt? Also bei den meisten, nee. Da war unsere Map halt die Ausnahme. Naja, es war ja auf jeden Fall Teil, wo wir noch nicht waren. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass ich was verstellt. Nee, ich habe eigentlich nichts verstellt. Auf dem Community-Server habe ich was verstellt, damit er ein anderes Terrain generiert. Ein optimierteres. Für unser Let's Play, wir nehmen den harten Weg. Ja. Ein optimierteres, also... Ja, es gibt aus dem 7 Days to Die Forum gibt es einen Menschen, der... Also, andersrum. Seit der Alpha 11 kann man in eine rwgmixer.xml, in einer Datei, die auf dem Server oder im Spiel liegt... Gefunden. Ja, das... Na gut, das, ja, wir hätten ja einen. Ja gut, aber wenn wir jetzt mal die Location wechseln... Genau. Und auf jeden Fall kann man halt in einer Datei bestimmen, wie die Map generiert wird. Also, okay. der sagt dir ein Wort sozusagen. Was du denn da hinschreiben sollst, oder? Nee, das hat nichts mit dem Seed zu tun, sondern zum Beispiel, wie viele Point of Interests erzeugt werden und so weiter. Also, diese Gun Store und den ganzen Kram. Geht jetzt jeder in sein eigenes Haus? Okay. Ich glaube, hier ist jemand drin. Die wohnen hier noch. Boah, die Türen hier aufzuschlagen ist aber auch. Ist das vielleicht jetzt auch geändert worden, dass die Schaufel gar nicht mehr so ultimativ ist? Könnte natürlich sein. Ich habe immer noch keine Pfeile, aber die brauche ich auch nicht. Ich bin auch so stark. Du, denn komm mal hier. Ich hab ja Pfeile gemacht. Du hast doch gerade die Kasse geplündert, das habe ich doch gehört. Nein, ich war doch nicht mit den Fingern in der Kasse. Hast du hier die Tür aufgemacht? Ja, die war ganz normal, ja. Unlocked? Das ist ja interessant. Oh, guck mal, hier sind ja voll viele Regale. Wenn wir eine Pickaxe haben, sollten wir die Regale abhauen. Ich hab dir mal die Hälfte meiner... Danke. Gefunden. Die Läuft. Kleine Loot-Maus Serendipity. Ja.
Wenn jemand was zu trinken findet, bin ich dankbar für. Wasser habe ich 5 Stück in der Tasche. Wenn du magst, kannst du dir die bei mir holen kommen. Yeah. Dann trecke ich dich. Ich komm schnorren. Und ich habe hier unten noch ein leeres Glas liegen lassen. Nein, natürlich nicht. Mir. Mensch. Nein, niemals. Niemals. Hallo? Wo denn? Ich bin oben in der Etage. Bin da? Hätte gerne Wasser, um Türen einzuschlagen. Melde gehorsamst Türen. Moment. Da. Danke. 2 Stück habe ich dir gegeben. Das ist nett. Warst du schon in der Küche unten? Ja, da ist aber ein Seitengang und da habe ich nicht leer gemacht. Ich bin noch nicht mal voll mit dem Wasser. Das kann ja auch nicht sein. Hier, nimm mal das Forgebuch mit. Kann ich doch direkt lernen. Ja. Wo denn? Drück mal E. Hier ist Öl. So, dann schlage ich mal meinem Nachbarn die Türen ein. Ich habe hier so eine verbarrikadierte Tür in dem Haus. Soll ich dir helfen? Weiß es gerade noch nicht. Warte mal, wenn er jetzt gleich wieder umschlägt. Nee, ich glaube, du musst mir nicht helfen. Ist hier jemand drin? Ich darf nur nicht wieder meine Axt kaputt machen. Hier ist auch eine verbarrikadierte. Das ist schwierig, ne? Nach so einem Gläschen Wein. Ich hätte doch hier irgendwas looten können. Nee, ist doch draußen, glaube ich. Bist du bei mir? Nee. Nee, rein theoretisch bin ich nebenan. Und praktisch auch. So. Da. Ja, Nachbarhaus. Hier ist ein Safe, ja. Also, ich möchte hier rein jetzt. Ich habe keine Fackel oder sowas. Ach, das war jetzt schon wieder dämlich. Meine Fresse, wie ich mich das. Man vergessen. Ich habe noch ein Forgebuch. Ja, kannst du dann den Jack geben. In das durchsuchte Haus stelle ich ein Stück Couch rein, ne? Ja, irgendwie sowas im Eingang oder so, ne? Ja, genau. Direkt unten in die Tür stelle ich ein Stück Couch rein. Ich nehme die Stühle mit zum Verfeuern, oder? Jo. Ich habe die Couch zum Verfeuern mitgenommen, ja. Ja, das ist gut. Wieso kann ich nicht an die Kasse? Man konnte doch einmal an die Kasse. Oh, kannst egal. Nicht an jede Kasse gehen. Ach, hinten wäre offen gewesen. Gut, dass ich den Vordereingang eingeschlagen habe. Oh, geil. Boah, ist hier dunkel. Mann, hier ist noch eine Mütze. Ich sehe hier gar nichts. Warum habe ich meine Fackel drüben gelassen? Das ist doch schlecht. Ich habe übrigens in der Aufnahmepause habe ich noch 2 Beine gejagt. Und natürlich auch. Hast du jetzt dabei, die Schweine? Oh, ich hab auch einen Forgeburg, läuft. Ja, ich hab jetzt tatsächlich Schwein bei. Jemand? Reloading weekly. Boah, hier ohne Licht ist echt schwierig. Und Blueberry Pie! Yay. Ich hab auch noch irgendein Leather hab ich gefunden. Das Haus ist durch. Gibt mir Hunger. Fullen ist plus 20. Wie viel Fullen ist fehlt mir denn? Also wir stellen irgendein Möbelstück in die Tür, ja? Als Markierung. Ja, genau, ich habe eine Couch reingestellt, ein Stück Couch. Oh, okay. Das gab was für die... Dann nehme ich auch die Couch. Ja. Hier ist die Tür auf. Oh, Schreibtisch. Oh, Waffe. Und eine Hose. Oh Gott, bei mir stehen sie gerade vor der Tür, die Zombies. Komme gleich dich zur Hilfe, warte bitte. Warte bitte kurz. Die ist durch die Tür gebackt, Alter! Soll ich dir helfen? Ja, das wäre ganz nett. Wo bist du denn? Ich spiele gerade mit der hier Fangen in der Bude. Oh, es ist tot, Touch erledigt. Raus. Was denn? Lebst du mal? Nee, ja, aber die bangen hier durch die Tür. Jetzt mach ich Alter, hier ist eine kleine Horde. Ich will. Oh Gott. Au. Oh. Mein Herz, ich denke. Mach nicht solche Sachen. Wo bist du denn? Oh, ich bin tot. Ich hab geblutet. Nein. Ich hab geblutet und hab's nicht gesehen. Ach Mann. Scheiße. Also, ja. Bist du das? Ich bin auf der Straße und ja. Oh, hier kommen eine Menge. Jackie,
Ich sag ja, da war glaube ich eine, da war glaube ich eine kleine Horde. Dann kann ich wenigstens mal Taschen leer machen. Also ist ja nichts Schlechtes, ne? Schwierig, bin jetzt. Das ist ja ein Hoppakla. Die Couchteile lege ich direkt unten. Ist, hier geht eine Horde durch die Stadt. Sollen wir deinen Rucksack mitnehmen? Nee, ich komme den jetzt holen. Mein Rucksack ist voll, also ich kann ich komme den Kram jetzt holen, ist gut. Gut. Übrigens an die Leute, die denken, ich würde nicht kapieren, dass der Sneak-Bonus nur dann entsteht, wenn man nicht entdeckt worden ist. Ich nutze das in der Hocke, um ein Fadenkreuz zu haben. Also ich gehe nicht um die Hocke, um mir einen Schadensbonus zu erhoffen. Oh, fuck. Nein. Warte, steh. Okay. Oh, fuck. Oh, das ist noch eine Menge. Ja? Ich habe auch keine Energie mehr. Ich brauche irgendwie Tabletten. Habe ich Tabletten gefunden? Habe ich nicht. Das wird nichts. Ich brauche Tabletten. Hast du Tabletten? Ich werde jetzt bestimmt nicht nach Tabletten gucken. Schieß drauf. Einen Schlag bin ich tot. Okay, ich schieße. Ja, du musst schießen. Du hast übrigens ein Fahnenkreuz, wenn du nicht anvisierst. Du musst nicht anvisieren. Ich wollte gerade sagen, das ist egal. Also komm wieder hoch, da. Mach das schon. Nee. Stell dich hin! Geht doch so. Oh, in den Körper. Jawohl, Level 5. Du hast nicht zufällig Tabletten. Ist hier eine Krankenschwester dabei gewesen? Schwer zu sagen. Okay, weiter geht's, Jackie. Nochmal in die Hocke mit Abstand und Feuer. Links kommen welche. Jackie, links. Aha, ich guck natürlich nach rechts. Danke. Das andere links. Ich liebe den Bogen. 11 Pfeile noch. Jawohl, zu zweit. Also das, was man hier bei mir sieht, sind übrigens tote Zombies. Oder habt ihr hier Erde gestapelt? Nein, wir starben keine Erde. Achso, auf dem Weg zum, wo wir eben die Aufnahme gestartet haben, hat Jackie ein Kreuz aus Erde gebaut. Ja. Achso. Das Kreuz aus Erde ist kein Kreuz, das ist einfach nur noch... Ja, das ist ein halbes. Oh, super. Sehr schön, Jackie. Ich habe nur noch 5 Pfeile. Ich habe noch 3 plus 1. Oh, ich habe Vitamine. Ich brauche so dringend was Energiemäßiges. Also Tabletten, wenn du hast. Gleich, ich glaube, ich habe 1 oder 2. Nein, habe ich nicht. Tut mir leid. So. Mann. Da hinten läuft noch jemand. Juckt die Nase. Okay, das war jetzt blöd. Ich bin in einem Haus gefangen mit 2 Zombies. Wie habt ihr die Macht bloß? Was ist mit der los? Wie stabil bist du denn, Baby? Du hast nicht zufällig Tabletten dabei? Nope. Ich habe Vitamine dabei. Wenn dir die helfen. Nee, ich hab keine Energie, kein Leben. Hab ich schon. Oh, zurück! Ist nicht klar, alles gut. Hier, jetzt halt Tabletten. Ja, oh super. Ich habe noch einen Blutbeutel, den könnte ich noch saufen, aber ich glaube, der hilft nicht. Doch, Phil, helfe doch, oder nicht? Steht doch, muss doch da stehen. Ja, dann trinke ich den auch noch hinterher. Nehme ich den zuerst. Aber minimal. Hast du deine Sachen wieder? Ich suche gerade meinen Rucksack. Hier, komm her. Da, ja, okay. Mhm. Hier, der hier, ne? Ach, da drüben ist sie. Ich dachte gerade, mit wem redest du? Ich habe das Haus von hinten. Ah ja, das alte Leiche-Thema, ne? Ja, hier, Frau. Ich kann mich revanchieren. Die spawnen hier. Irgendwie spawnen die hier direkt, oder was? Kollegen, ich hab nur noch 2 Pfeile. Ich hab 84. Warte, ich kann dir welche geben. Wo bist du denn? Ja, komm mal. Ich hab dir mal 31 oder so gegeben. Danke. Übrigens kam an der Stelle, ich hab mich ja letztes Mal beschwert, dass man nur so wenig Federn findet. Man muss natürlich fairerweise sagen, und das kann man in den Kommentaren, dass man aus einer Feder gleich 5 Pfeile oder was kriegt. Ja. Also von daher ist es... ich habe jetzt noch 29 Federn. Jetzt treffe ich nicht, obwohl die relativ ruhig ist.
war gerade noch ein paar Pfeile. Ja. Ein paar Steine hier. So, was ist denn jetzt los? Ist... Na, bitte Ruhe. Schießt man höher als... Oh, 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 nein. Ah, hier ist ja noch eine Scheune. Eine Scheune, ne? Scheune ist immer Hunde, könnte Hunde ist immer sein, ja. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass egal, ob wir die Stadt hier aufräumen, trotzdem noch Zombies nachkommen. Ja, das ist genau mein Befürchten auch. Ah, oh, sehr schön. Okay. Ben war, glaube ich, noch eine Krankenschwester, aber ich glaube, die ist in diesem Moment verwest. Nein, 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 sie lebt noch. Ich will dich duden, Baby. Oh, sie hat einen Spinn für mich. Ist das ein Hinweis? Das ist ein Zeichen. Okay. Bild als Zeichen. Leichen pflastern ihren Weg. Mach ich direkt einen Screenshot raus. Nee, bin ich nicht. Kurz mal hier ausblenden. Tut mir leid, dass ich das während der Aufnahme machen, aber es ist einfach... Bildschön. Bildschön, wenn man hier mal in den... Bist du in diesem Haus schon drin gewesen? Ich bin in dem einen Haus gerade drin. Ja. Gibt es hier vielleicht ein... Soll ich mal die Stadt schnell gucken, ob es hier vielleicht irgendeinen Laden gibt oder so? Oder gibt es diese Läden nicht mehr? Doch, es gibt große Stadt. Doch, das sind die Point of... Ja? Groß. Ich habe einen Kochtopf gefunden. Machen wir das Inventar wieder an, zieht sich leichter. 19 Pfeile nur. Habe ich irgendwie Federn gefunden? Nope. Ja, das war ekelhaft. So, also hier sind wir durch. So. Ein Knochenmesser soll übrigens gar nicht so schlecht sein als Waffe. Und Glas aufheben, die habe ich immer weggeworfen, weil ich dachte, das bringt es nicht. Achso, ich habe, glaube ich, noch nicht alle Türen hier durch. Weil? Aus meinem Haus bin ich raus. Beende doch bitte kurz den Satz noch, warum? Achso, weil man nur schwer Sand findet. Achso, Gläser meinst du? Gläser, genau. Oder ich habe schon wieder ein Fortspruch. Sag mal, warst du schon in der Hütte drin? Warst du da schon drin? Da, wo ich drin war, habe ich Couchteile vorgestellt. Wie bist du in das Haus reingekommen? Durch die Tür. Rum durch. Okay, dann muss ich das hier noch abgehen, weil hier war ich noch nicht oben. Durch die Tür, die war bei mir zu. Komisch. Vielleicht habe ich die eben abgeschlossen vor Schreck. Irgendwas? Nee. Nee, nee, die war bei mir zugenagelt. Oh mein Gott. Mein Kochtopf schon? Habe ich eben einen gefunden, aber ich mal bringt, macht ja nichts, wenn der. Nee, das ist klar. Oh, ich hab eine Fire Axe, läuft. Welche Farbe? Lila. Lila Fire Axe, wow. Live. Müssen wir reparieren auf jeden Fall. In einem Auto gefunden gerade. Was ist denn? Hä? Ich hab eine Kartoffel gefunden. Manchmal ist die Kollisionsabfrage schräg. Mhm. Ich hab eine riesengroße Couch eingesammelt. Repair Tool. Eine Wrench. Eine Wrench, genau. Ich hab zwar noch nicht großartig Klamotten an, aber einen Cowboyhut. Warst du schon hier in der Dings? Nee, war es natürlich nicht. Autosblut macht Sinn, sei egal. Oh, ich habe Antibiotika. Und Chlorhammer. Ich habe Antibiotika. Wer braucht? Ich. Kriegst du. Bring ich dir mit. Ich gehe jetzt mal noch das Stach. I like it. Ja. Okay, das Ding ist, dadurch, dass ich hier durch die Stadt stapfe, ja, habe ich eine richtige Horde hinter mir jetzt. Als ob die so... Ist das nicht lootbar, das Ding? Sie spawnen da, wo du bist, sag ich jetzt mal, und aber nicht wieder... gehen wollen. Okay, ich komme. Ich komme runter. Soll ich Stoff mitnehmen, die euch freuen? Ja? Ach nee, scheiß drauf. Okay, so, ich komme runter. Couchstein in die Tür. Ich nehme Lehnen, die brennen nicht so gut. Übrigens voll vom Inventar. Mhm. Ja, wir sollten es vielleicht für heute lassen und das Haus vielleicht noch ein bisschen absichern oder so. Ja, ich würde auch sagen 13 Uhr. Ich meine, wir haben ja... So, ich mache einen Couchteil rein. Haben wir den schon? Oh, das haben wir noch nicht. Shit, oh. Stahlrohr. Maple Seed. Bäume haben wir, glaube ich, genügend. Kriecher, die... Das sind ein paar... Gehen wir zurück, treffen uns am Haus. Boah, die Gas sieht aus. Ich glaube, wir müssen aber die Zombie-Horde erstmal hier, sonst folgt die mir bis zum Haus.
Ich habe noch 19 Pfeile. Das langt für ungefähr 32 Zombies. Ich mach gerade noch mal Pfeile. Wo bist du denn, Jackie? Ich streck dich mal. Ich streck ja, mach dir. Mal bitte. Da hinten bist du. Ich komme. Da hinten ist so ein helles Haus, das kommt mir so unbekannt vor. Ich weiß gar nicht, wie viele neue von den Häusern die überhaupt hier eingebaut haben in Seven Days to Die. Seh dich. Hä, treffe ich nicht? Das Schlimme ist, ich finde im Spiel siehst du nicht, wie der Pfeil fliegt. Ja, nur ganz kurz so, ne? Schön. Sag mal, wie viel hält denn der... Okay. Ach, hat er ausgeholt, die Sau. Wollte er. Wen? Nimmst du den? Nimmst du den? Ja, hab ich. Schönes Ding. Also mit der neuen Ballistik habe ich es noch nicht so... Ah, jetzt hab ich's. Auf die Entfernung, also jetzt ist doch kein... Brauchst du jetzt keine Ballistik, meinst du? Nö, ich schieß direkt Kopf. Achtung hier, ja, sehr gut. Oh, wie sie hier heidliche segnen. Die Säcke. Oh. Was, kommst du von hinten? Nein. Ich weiß nicht, was ich... Ja, 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 hinter. Oh, Biohazard, ich blute, alles zusammen. Habe ich nicht einen Verband? Oh, ich habe keinen Pfeil mehr. Okay. Oh, ich habe keinen Verband am Start, fällt mir gerade auf. Das wäre natürlich ich jetzt auch nicht. Ätzend, echt wenn man... Nicht? Nee, nee. Nee, ich sterbe jetzt. Ich habe nur Vitamine. Warte. Mach dir doch einen. Hast du keinen Stoff einstecken? Hier. Ich habe dir einen hinter dir. Geh weg. Ich habe versucht einzulocken. Ich habe dir einen Verband hinter dich. Habe ich dir gerade hinter dich. Nimm die Axt. Schlag im Schädel ein, Fleischhammer. Oh, hast du gesehen. So, Sandy, wenn man Abflug hier. Kannst du mal den Verband einsammeln? Ich ja. habe den... Wir machen Abflug. Ja. Jo. Ich habe mich irgendwie vor Schreck hingehockt. Ja, genau. Das ist ganz gut. Hockst du da? Und in die Ecke schissen. Ja, genau. Wie weit sind wir eigentlich? Ja, wir sind. Wir laufen jetzt noch zurück und dann sind wir. Ah ja, sind wir. Dann Abflug nach Hause. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun in dieser Stadt, wie ihr merkt. Oh, guck mal hier. Das müssen wir wegmachen, weil das werden wie alles Erdblöcke. Ne, das ist egal. Ja, Folge 2. Stört ja die Klumpen da auf der Straße. Ja, da sieht man ja wenigstens, was wir getan haben. Ja, aber es sagen. Wird Erde und ja, wenn und? Wir dann hier kämpfen, stört es. Das wird es. Erde? Ach. Das wird Erde. Also wann werden die Goreblocks, die lösen sich mit der Zeit auf? Komplett. Es wird Erde. Ich sagte, es wird Erde. Okay, wir das sehen wir in der nächsten Folge. Wir machen, das wird eine Wette. Genau. Jackie, Antibiotika. Mias, gute Idee. So, dann ist doch das im Rennen leichter. Ich weiß mal hier hin. Ich renne hier gar nicht. Ja, schade, kann man gar nicht umnehmen. Du hast aber gesagt... Oh, du bist auch bei Biohazard. Oh nein, jetzt sind sie schon weg. Dafür habe ich hier dieses komische Brot gefunden. Holy Bread. Holy fuck. Da kommt unser Haus. Also ich muss sagen, wenn wir Richtung unserer neuen Heimat gehen, hüpft mein Herz ein bisschen. So leicht aus dem Nebel erscheint... Oh, da warst du bei mir. Hm? Du gerade an mich vorbei gezuscht. Also ich muss mal irgendeine Bandage machen. Habe ich eigentlich Stoff mitgenommen? Ich habe nicht ein bisschen Stoff dabei. Aber zur Not nehme ich die Gardinen aus unserem Schlafzimmer. Nein, tust du nicht. Das habe ich mir nämlich gedacht. Nicht unser Schlafzimmer, nein. Verblute bitte, aber nicht Blut auf unseren Gardinen im Schlafzimmer. Genau. Wo ist die Frau? Ja, die ist Biohazard und hinten läuft sie, siehst du? Humpelt. Der nackte Blitz. Ich habe eine Bandage übrigens dabei, sehe ich gerade. Also die habe ich von dir aufgesammelt eben. So, wie sieht's aus? Scrap Iron, irgendjemand am Start? Schnissel, Schnissel, 4 Stück. Gut. Pack ich dazu? Packst du drin? Übrigens oben links über dem Ofen. Hier ist nichts drin. Nee, ich hab nichts drin gepackt. Okay. Oben links über dem Ofen hängt eine Kiste gemacht. Für so eine verschisselten Sachen. Verschisseln sowas wie zum Einschmelzen?
Ja, genauso. Verglasen. Dann packe ich mal Brennmaterial rein. Ich habe nämlich eine Couch. Oh ja, siehst du, ich habe auch noch hier so ein Alchick. Brauchst du jetzt nicht, jetzt ist an. Okay, dann packe ich die Couch oben in den... Kann mir mal Scrap einsammeln, den ich da fallen lassen, weil ich habe keinen Platz mehr. Wo ist denn der? Draußen. Oh. Ich packe noch zwei Forgebooks oben rein. Wo hast du den denn fallen lassen? Okay, komm. Wieso ist eine Erde jetzt drin in der Kiste? Nur so. Gibt ja wirklich mal einen Anfang so nehmen. War das Scrap Iron? Ich meine, jetzt bestimmt Scrap Lead. Ah, okay, dann mache ich aber auch Nägel rein. Also ich mache alles, was mit Eisen zu tun hat. Eisenrohr so. Und so weiter. Alles, was man umwandeln kann, genau. Patronen nicht, ne? Blechbüchsen mache ich noch rein. Ah, Stühle mache ich auch rein als Brennmaterial. Ja, müll dich mal richtig schön aus. Das ist nämlich genau das, was ich gestern raushöre. Das habe ich hier reingemacht. Also nein, hier einfach nur als Brennmaterial. Na klar, Minas. Ich würde gut. Niemals müllen. Das niemals ist nur unter... Nie nicht, niemals, niemals, nie. Niemals, nie nicht. Nein, niemals nicht. Gar nie nicht. Nee, nicht. So, ich habe noch ein Blümchen, damit es neben dem Kamin nicht so kahl ist. Kommt hier in die Ecke noch ein Blümchen. Ich meine, so muss ja auch schön sein. Ich mache jetzt die Wittler hier und dann... Ja, Herr Fleischer mal. Bitteschön. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie deren Tipp, die jetzt schon sagte, ihr wisst, was zu tun ist. Verdammt nochmal, tut es! Haut rein. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.